Minister fragen. Danke. Der Verfassungssprecher des Teams Stronach, Christoph Hagen, ist am Wort. Ja, der Kollege vor mir hat jetzt gerade eigentlich eh gesagt, um was es geht. Ich will das gar nicht mehr lang hinausziehen. Proports abschaffen, das ist auch unsere Linie vom Team Stronach. Ganz klare Sache, Verwaltung abbauen. Das könnte man hier mit einem Federstrich sozusagen schnell erledigen. Ich verstehe auch nicht, warum das die Regierungsparteien und interessanterweise auch die FPÖ in Wien nicht wollen. Wenn ich jetzt der Kollegin Belakovic-Jenewein von der FPÖ vorhin genau zugehört habe, in Wien gehen die Uhren anders, ja, und etwas langsamer, aber dann würde ich vielleicht Ihnen empfehlen, schauen Sie mal nach Vorarlberg, da gehen die Uhren schnell. Wir haben das Proportsystem schon lange abgeschafft, so nicht amtsführende Stadträte gibt es dort schon lange nicht mehr, Proportsregierung gibt es dort schon lange nicht mehr. Also die Vorarlberger sind bekannt, und ich bin ein Vorarlberger, sind bekannt dafür, dass wir sehr sparsam wirtschaften, dass wir alemannische Ader haben und dass hier mit Vernunft gedacht wird. Und das sollte vielleicht auch ein bisschen nach Wien hereinschwappen. Das wäre vielleicht kein schlechter Ansatz für Sie. Vielleicht können Sie das ein wenig aufnehmen. Und mir fällt in diesem Punkt mit der Geschwindigkeit der Duracell-Hase ein. Ich will jetzt da keine Werbung machen für irgendetwas, aber vielleicht tun Sie mal die Batterie wechseln in Ihrer Uhr, dann geht es vielleicht schneller und dann funktioniert das, wie das sich die Bürger auch wirklich erwarten, dass mit Ihrem Steuergeld vernünftig umgegangen wird, dass Ihr Steuergeld sparsam eingesetzt wird. Haben alle was davon. Danke.